Moin moin liebe Freunde und willkommen zu einer brandneuen Folge von Let's Play Roblox auf Notruf Hamburg. Ja, schön, dass ihr alle hier seid, Leute. Ey, so geil. Da ist man eine Minute auf dem Server und schon kommen alle hergefahren. Das ist mega, mega cool. Bevor ich jetzt richtig loslege, ja, liebe Zuschauer, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ihr aktuell auch auf Emergency Hamburg spielt oder ihr sogar einen anderen Server habt. Dann ab damit gerne schon mal in die Kommentare. Und wenn ihr dabei seid, auch gleich einen Daumen nach oben da lassen. So, dann werden wir mal starten. Also, ich bin jetzt gerade vor der Feuerwehr. Ja, wie gesagt, es sind sämtliche Leute hier, die, glaube ich, auch eine neue Schicht heute antreten. Der hält mir sogar die Tür auf. Danke, Leo. Wer ist denn noch hier? Maurice ist hier und Calimero. Zwei. Na, okay. Der sieht ja auch actionreich aus, ne? Mit Bundeswehr-Klamotten. Dann die Feuerwehreinsatzklamotten. Also, das passt auf jeden Fall, Leo. Ja? Also, da hast du ein richtig schönes Outfit rausgesucht. Ja, und wir gucken mal, was ich heute nehmen darf. So, also auf jeden Fall werde ich noch nicht den Einsatzleiter spielen, da noch ein paar XP fehlen. Nee, also heute für dieses Video werde ich meine ganz normale Schicht im Feuerwehrdienst absolvieren. Ja, ich habe gehört, es gibt wieder verdammt viele Sachen, die sich hier geändert haben. So, ja, und die werden wir uns heute mal angucken. Ich habe auch gesehen, es gibt neue Einsätze, ja? Es gibt neue Feuerwehreinsätze. Wie schön oder wie geil ist das einfach? Ich finde es auch toll, dass wir jetzt komplett hier sind. Dann können wir eigentlich ein ganzes Auto besetzen. Das finde ich immer mega, wenn man auf dem Server spielt und dann gleich die ganzen Leute kommen. Dann kann man nämlich gleich losfahren. Ja, mit einem Fahrzeug oder mit mehreren. Kommt drauf an. Und dann ja, kann man zum nächsten Einsatz fahren. Game Pass benötigt. Den habe ich leider nicht. Schade. Ich hätte schon irgendwie Bock auf so ein Quadbike. Kannst du vergessen, das wird nichts. Drehleiter kann ich leider auch noch nicht nehmen. Was wir nehmen können, ist das Elef. Ja? Das ist das Standardauto. Möchte ich nicht. Ich habe ewig lange hingespart, dass ich eigentlich das Elef fahren und kaufen darf. Und da ist es einfach. Ja? Hier ist auch eine schöne G-Klasse vom Einsatzleiter. Also die haben einfach meistens immer bessere Autos als ich. Auch einen großen Mercedes Sprinter. Also das ist mega. Mega, mega stark. So, dann gucken wir mal, was hier gerade abgeht. Also, ich höre die ganze Zeit hier irgendwelche Einsatzkräfte über die Karte rasen, weil einfach viel zu viel passiert hier. So, jetzt wird es so langsam ruhig. Ja, jetzt wird es dunkel. Zeit für Abendbrot. Ich habe noch nicht mal die Schicht begonnen und noch nicht mal richtig begonnen und habe schon wieder Hunger. So. Der hat den Game Pass. Das gibt's ja nicht. Also von der Person, von der ich das auf jeden Fall nicht geglaubt hätte, der hat den Game Pass. Darf ich das Quad mal fahren? Wie geil ist das denn? Guck mal. Leute, habt ihr auch dieses Quadbike? Ich darf es leider nicht fahren. Es geht nicht. Also ich kann das nicht auspacken und ich kann nicht mal da drauf sitzen. Es geht einfach nicht. Schade. Also hätte ich mich wirklich gefreut, ehrlich gesagt, ja. Also das wäre eine richtig schöne Überraschung geworden, wenn ich das jetzt fahren hätte können. Aber... Es geht nicht. Also das sieht schon echt cool aus. Verdammt sexy, ne? So wie ich natürlich, ja? Das darf man nicht vergessen. So. Für die Sicherheit wird gesorgt. Leo ist da. Der ist freiberuflich bei der Bundeswehr und hauptberuflich bei der Bundeswehr. Ja, also das ist auch ein ganz knallharter Typ. So. So, bisher haben wir bloß einen Emergency-Einsatz. Also, das ist noch nichts für mich, für uns. So. Ja, ich weiß nicht, wie es euch geht da draußen, liebe Zuschauer, aber mir geht's gut. Ja, also wir haben hier wirklich richtig viel Spaß zusammen. So viel Spaß hatte ich schon lange nicht mehr. So. Ey, wir müssen halt warten, bis ein Einsatz reinkommt, ja, ansonsten rausfahren bringt nichts. Ich könnte da kurz mal gucken. So, gut, wir haben einen Einsatz. Ich wollte gerade sagen, ich könnte mal gucken nach einem Sprit. Aber das hat sich jetzt erstmal erledigt. Wir rücken jetzt nämlich aus zu einem neuen Einsatz in Notruf Hamburg. Also ich bin wirklich mal richtig wieder geflasht, dass ich wieder hier bin.
Oh, oh Gott, oh Gott, oh. Das war knapp. Knappe Kiste hier mit dem Rettungsdienst gerade eben. Kann es sein, dass es ein neues Horn ist? Ist das ein neues Horn? Ist das neu? Oh Gott, ich bin schon zu alt, ey. Ich war schon viel zu lange nicht mehr hier. Deshalb frage ich gerade. So, Fakt ist, wir haben einen Truck, einen LKW, der Ladung verloren hat. Ich verstehe. So, und was machen wir da? Wir rennen da hin und... Ah ja, wir müssen da hinlaufen und diese Ladung wieder aufheben. So, ich muss mal kurz was festhalten. Das sieht stark aus. So richtig schön in der Nacht. Das ist mega. Ich mag solche Einsätze nämlich. So. Sehr gut. Leute, machen wir es mal kurz. So. So, wie sieht's aus? Wir können erstmal zurückfahren, ne? So, es gibt einen neuen medizinischen Notfall. Ja, ist doch gut, Mensch. Ich wollte gerade sagen, hinten steht so ein Blitzeranhänger. Ist auch cool, ne? Dass es sowas endlich mal im Spiel gibt. Gab es den schon vorher? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, es sind ja wir ein paar Wochen her, als ich das letzte Mal hier drauf gespielt habe. Und mir ist einfach klar geworden, ihr wollt wieder Roblox sehen. Es haben viele danach gefragt. Abgespaceden Anhänger der Polizei. Das ist so Wahnsinn. Also die Teile würde ich mir auch ins Zimmer stellen zu Hause bei mir. So, also ihr habt wirklich oft gefragt, wann ich wieder Notruf Hamburg spielen kann. Was war denn das jetzt? Okay. Ja, und was soll ich sagen, da bin ich. Und ich freue mich endlich wieder hier sein zu dürfen, ne? Dass ich endlich mal wieder neue Videos machen darf. Roblox ist so mein absolutes Lieblingsspiel nach dem LS. Nach dem LS22 aktuell. So, wenn man den richtigen Server gefunden hat, auf dem man spielen möchte, ja, dann kann man doch wirklich alt werden. Ja, beziehungsweise kann man gleich in die Kiste springen, wenn der Quadfahrer uns in die Seite rast. Ja, dann kann man halt schon ja, mal schnell von der Klippe springen. So. Das ist auch so stark gemacht, ne? Wenn wir einen Einsatz reinbekommen, dass erstmal das so los dudelt, dass wir wirklich ein akustisches Signal bekommen, dass es einen Einsatz gibt. Dann fahren wir raus und schon haben wir die Position. Die musst du dann oben anklicken. Habt ihr bestimmt gerade gesehen im Einsatz, bevor wir losgefahren sind. Ja, und dann wird man automatisch hin navigiert. Das ist richtig cool. Ja. Das weiß ich noch damals, als ich das erste Mal hier drauf gespielt hatte, wo ich denn den ersten Einsatz gefahren hatte. Da hatte ich mir das auch gewünscht. Ich glaube, so weit war das da noch nicht. Ich bin mir jetzt aber auch gerade nicht hundertprozentig sicher. So. Aber was ich weiß, das ist immer wieder ein tolles Erlebnis, wenn man wirklich mit vielen Leuten in einer Branche arbeitet. Also jetzt wie wir in der Feuerwehr. Ich weiß, es gibt andere Jobs, wo noch viel mehr Leute dabei sind. Zum Beispiel bei der Polizei, da sind wirklich ganz, ganz viele Leute. Also viele Leute möchten wirklich in der Polizei arbeiten, weil es da, ja, actiongeladener vorangeht, wenn man da zum Beispiel eine Dienstwaffe hat, etc. Aber ich finde Feuerwehr ein bisschen cooler. Ja? Da kannst du wenigstens auch helfen, du kannst hier schnell ausrücken. Man hat immer eine lustige Truppe mit dabei, so wie heute. Und dann hat man einfach Spaß. So. Hier ist auch jemand, der hat sich noch nicht umgezogen. Oder ist das ein Kandidat? Heute ist noch keine taktoffene Tür. Ist das ein Kandidat, der sich die Wache angucken will? Oh Gott, haben wir viele Bewerber bekommen. Also wirklich. Viele, viele Bewerbungen haben wir bekommen. Zum Thema Feuerwehr, ne, die hier mitspielen, nicht mitspielen möchten, die den Job Feuerwehr machen möchten. Also mal sehen, wann die alle nach und nach mal zu uns kommen. Also ich bin auch mal wirklich gespannt, wann ich dann endlich mal so ein Video machen kann, wo die gesamte Feuerwache mit Fahrzeugen besetzt ist. Ich habe das bisher noch nie gesehen. Ich hatte das einmal, glaube ich, und das war nicht mal im Video. Da stand... Ja, ich sag mal so knapp ungefähr die Hälfte der Halle war voll. Ansonsten habe ich das noch nie gesehen, dass komplett die ganze Wache besetzt ist mit Fahrzeugen. Also, wenn wir das mal hinbekommen, dann müssen wir mal so ein Special-Video machen, Leute. Und dann muss ich das raushauen auf YouTube und das wird auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool. Das sieht bestimmt geil aus. Wenn man dann zum Schluss noch draußen steht, alle machen Blaulicht an, so wie an Silvester ungefähr, ja. Alle machen Blaulicht an und dann macht man hier schöne Bilder
von der ganzen versammelten Mannschaft. Das ist bestimmt mega, mega cool. So, der Notarzt. Notarzt ist da, Rettungsdienst ist da. Also langsam füllt sich die Halle hier, ja? Also das ist ja schon mal sehr, sehr cool. Na, allerdings, ne? Was ist denn nun? Na gut, mit den Parkplätzen muss man mal gucken, wer wo steht. Das muss man sich vorher abmachen eigentlich. Ansonsten passiert eben sowas. Der ist, glaube ich, jetzt nicht mehr so freundlich zu seinem Kollegen. Ich wusste auch gar nicht, dass man schlagen kann, ja? Mit der Taste F auf der Tastatur kann man nämlich seine absoluten negativen Kollegen einer rüberziehen, ja? Also Kollegen, die man überhaupt nicht mag. So. Gibt's hier eigentlich irgendwas Neues? Nee, ne? Ich habe eigentlich alles soweit. So, Taschenlampe finde ich cool. Die fand ich schon immer cool. Da kann man wirklich alles Mögliche mit ausleuchten. Da brauchst du nicht mal die Umfeldbeleuchtung vom Fahrzeug. Nee, da nimmst du die LED-Taschenlampe raus aus der Tasche und dann wird die Nacht zum Tag. So, gibt's hier was Neues? Der LAN ist normal, Message, Notruf, ADAC. Beim ADAC muss ich, glaube ich, auch mal vorbeischauen bei den Leuten. Also da hört sich auch mal wirklich cool an. Richtig donner Spaß. Ich glaube, da müssen wir auch mal reinschauen. Wenn ihr Bock habt natürlich, Leute, ja, also wenn ihr sagt, nee, macht das nicht, macht weiter in Feuerwehr oder Polizei oder sonst sowas, mache ich das natürlich. So. Also natürlich könnte ich jetzt an dieser Stelle das Video einfach cutten, aber ich bin halt nicht so der Fan davon, weil ich finde das einfach mal lustig, was so dazwischen passiert. Also manche YouTuber-Kollegen würden das jetzt einfach rausschneiden und dann weitermachen mit der nächsten actiongeladenen Szene. Aber ich finde das immer so interessant, was die Leute dazwischen halt machen. Also, hier steht erstmal das NEFO fast im Schrank da hinten. Die Leute prügeln sich hier richtig zusammen. Was macht der denn hier? Kann man den einen wirklich geben, dass der Gesundheit verliert? Nee, ne? Das ist einfach was Deko. Mehr ist das nicht. So, wie sieht's denn jetzt aus hier? Können wir jetzt mal einen Einsatz reinbekommen? War das nicht eigentlich immer? Ah ja, gut. So, ein Feuer ist ausgebrochen. Einsatz für die Feuerwehr Hamburg. Na, jetzt mal nicht alle auf einmal hier. Was ist denn nur hier? Das ist doch nicht dein Ernst. Kollege, Schnürschuh. Der wollte mir da nicht rauslassen. Das gibt eine Anzeige, aber eine knallharte Anzeige. Die größte, die du vorstellen kannst. So, dann lass mich mal durch. Wir haben einen ganz, ganz großen Einsatz. Ach ja, je. Ist aber wirklich ganz schön groß geworden hier. So. Wo hatten wir den Hydranten her? Ach so, hier. Oh, hier brennt's ja auch noch. Ach, guck mal. Wie geht denn das? Hä? Da hinten eine Stelle. Hier? Was ist das denn? Das ist ja merkwürdig. Also, was ist denn hier passiert? Außerdem, ich kenne den Einsatz gar nicht. Also, den Einsatzort. Das ist ja cool, ne? Dass wir hier mal ein komplett neues Gebiet haben. Liegt auch daran, dass es eine neue Version ist von Notruf Hamburg. Das ist natürlich cool. Also endlich mal was Frisches. Endlich nicht nur dasselbe und endlich auch mal verschiedene Einsätze. Das ist sehr, 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 sehr stark gemacht. Wirklich. Warum wird denn das jetzt nicht ausgemacht? Leute? Hallo? Entschuldigung. Hallo? Ich weiß ja nicht, aber ihr seht doch schon, dass es hier brennt, oder? Warum machen die das nicht aus? Ich glaube, die machen Frühstückspause. Na, die Sonne geht auf. Haben die mir jetzt wirklich den Brand überlassen oder haben sie das nicht gesehen? So. Feuer ist aus, oder? Ich glaube nicht, dass wir noch irgendwas haben. Habe ich was übersehen? Sieht jetzt nicht so aus. Das war ja komisch gerade. Warum hauen die denn einfach ab?
Na gut. Also wer weiß, kann wirklich sein, dass die Kollegen jetzt in die Pause gehen, dass die wirklich den Einsatz abbrechen. Das ist manchmal so hier. Ist nicht typisch, aber wenn die Leute halt keine Lust mehr haben, dann hören sie auf. Das sieht natürlich ein bisschen komisch aus, wenn ich dann auf einmal alleine da stehe, ja. Obwohl wir eigentlich hier zu 10 so gefühlt gerade in der Feuerwehr arbeiten. So, der absolute Trick ist, an der roten Ampel immer das Blaulicht anschalten, ja, dann kriegst du kein Ticket. Das habe ich mir ganz, ganz schnell gemerkt, da ich wirklich richtig viel Knete verloren habe. Haben wir noch... Nee, Medical? Wir können ja kurz mal rumgucken, also hier ist in der Feuerwehr gerade nichts weiter los. Wir können ja mal die Kollegen da vor Ort unterstützen. So, jetzt haben wir Klick hier. Wo müssen wir denn hin? Wie, der hat den Notruf gewählt? Warum? Warte mal. Hä? Ich glaube, der braucht aber nicht die Hilfe der Feuerwehr, oder? Mr. Dodo? Ich glaube, der braucht ADAC oder so. Der hat auf jeden Fall Notruf gewählt und... Ja, es steht natürlich jetzt nicht da, wer genau gebraucht wird. Wieso hat der eine Leiter in der Hosentasche? Also, ich verstehe, wenn man da ein Strahlrohr drin hat, aber wieso eine Leiter? Was ist das denn? Wo hat er die denn jetzt geholt? Hat er die im Radkasten drin hier im Auto? Kann das sein? Sieht so aus, ne? Also absperren tue ich jetzt hier nichts, weil eigentlich ist das jetzt nicht unsere Aufgabe. So, aber trotzdem versammeln wir uns hier gerade. So, ich fahre jetzt einfach mal weiter, ja. Ich weiß jetzt nicht, was da los ist. Die können sich gerne darum kümmern. Hier sind noch weitere Kollegen. Hier kommt ja nämlich auch... Ja, moin. Hier kommt ja auch, glaube ich, gleich die Bank. Na? Ist die nicht hier hinten in der Ecke? Oh Gott, ey. Da merkt man mal, wie lange man einfach nicht mehr hier auf Notruf Hamburg gespielt hat. Ist nichts weiter los. Ich glaube, die meisten Leute sind wirklich woanders. Also das liegt auch daran, die Polizei wird hier auf jeden Fall gebraucht, schätze ich mal. Der bricht doch hier ein jetzt gerade, oder? Was macht der denn hier? Was ist denn seine Mission? Fährt der aufs Dach oder was? Ey, das muss ich auch mal probieren. Ja, cool. Ey, das geht ja wirklich, das geht easy. Nee, was ich gerade sagen wollte, also die Polizei ist halt ein bisschen weiter weg. Deshalb ist jetzt auch mitten in der Stadt, also beziehungsweise in der Nähe von der Feuerwehr auch nicht so viel zu sehen. Was macht der Kollege hier? Achso, ich dachte, das ist Polizei. Ist das Polizei? Nee, ne? Nee, ich wollte gerade sagen. So, da kommt Polizei. Zivilstreife. So, da ist Polizei. Ja, da fahren wir jetzt mal ganz rasch hin. Will mal gucken, was gerade so abgeht, was die anderen Kollegen gerade so unternehmen hier. Oh, das sieht nicht gut aus. Der wurde gerade umgefahren. Taser-Einsatz. Soll ich den einmal anhalten? Oh. Upsala, ach du Scheiße. Ich glaube, ich muss das mal sein lassen. Also ich bin jetzt gerade im falschen Beruf angekommen, ja. Ich glaube, so weit ist es noch nicht, dass wir jetzt wirklich mit einem LF hier eine Verfolgungsjagd machen müssen. Das lassen wir am besten jetzt mal sein. Wir fahren erstmal wieder zurück zur Feuerwehr. Ich weiß nicht, die haben sich gerade alle aufgeteilt gefühlt. Man sieht gerade irgendwie nicht mehr viele Leute. Deshalb würde ich jetzt erstmal sagen, Leute, wir beenden die Schicht. Ich bin mal kurz gespannt, was wir da kriegen. So, Schicht beenden, wir bekommen... Ja, ist jetzt nicht viel, aber dafür haben wir ordentlich Cash gemacht, ja. Dann können wir uns vielleicht demnächst schon die Drehleiter holen, beziehungsweise... Oh, hier ist der Ausgang. Vielleicht auch ein anderes Fahrzeug. Wir gucken mal. Gut, dann vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich würde mich freuen, wenn wir uns in der nächsten Folge zusammen auf Roblox wiedersehen, beziehungsweise auf Notruf Hamburg in Roblox. Und bis dahin, macht's gut, Leute. Vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis denn und ciao. Hier ist mein Auto. Hab das schon überall gesucht? Das gibt's ja gar nicht. Macht's gut.